Man sieht es nicht auf den ersten Blick. Aber auch die vermeintliche Industriestadt Dortmund gehört zu den großen Mittelalterstädten, in denen einst die Frühformen von Demokratie und Bürgersinn entstanden. Die Reinoldi- und die Marienkirche von 1152, der Adlerturm als Rest der alten Stadtmauer, nur wenig erinnert hier an die Geschichte. Aus einem Kilometer Höhe aber erkennt man die typische Eiform der Freien Reichs- und Hansestadt Dortmund, einer der größten Städte im deutschen Mittelalter. Der heutige Wallring folgt exakt dem Verlauf der alten Stadtmauern. Und auch der Grundriss aller Straßen ist bis heute gleich. Mit dem Weihnachtsmarkt erinnert die im Krieg verwüstete Stahlstadt an ihre eigentliche Herkunft. Vor über 1000 Jahren begann an dieser Kreuzung der beiden wichtigsten Einkaufsstraßen der Aufstieg der größten Stadt des Ruhrgebiets. Denn wo heute der Mittelpunkt der Stadt liegt, stießen bereits in den dichten Wäldern Westfalens zwei Handelsrouten aufeinander. Die Straße von Köln an die Nord- und Ostsee und der berühmte Hellweg. Karl der Große lässt im 8. Jahrhundert im Abstand je eines Tagesmarsches Burgen und Reichshöfe entlang des Hellwegs anlegen, Keimzellen etlicher Ruhrgebietsstädte. Doch nur in Trotmanni, dem Etappenlager von Dortmund, strömen Reisende aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Der Markt wird zum Umschlagplatz für Salz, Tuche und Metalle. Händler und Handwerker lassen sich nieder. Die Wälder ringsum weichen Feldern, um sie alle zu ernähren. Um 1200 errichten die Dortmunder eine mächtige Stadtmauer. Die Freie Reichsstadt ist berühmt für ihre Waffen und Goldschmieden. Räuber und neidische Fürsten müssen abgewehrt werden. Als Mitglied der Hanse wird Dortmund zur Drehscheibe wichtiger Handelsrouten. Schon um 1300 ist sie eine der größten Städte. Über 10.000 Menschen leben innerhalb der Stadtmauern an der uralten Kreuzung, die man bis heute gut erkennen kann. Am besten aus der Luft. Doch nicht nur Dortmund erlebt eine erste Blüte. Die meisten unserer Städte werden im Mittelalter gegründet. Bloß, dass sie alle viel kleiner sind. Ganz Deutschland hat damals weniger als 14 Millionen Einwohner.